Und ja, solche Sachen haben mir einfach gefehlt im Spiel. Aber was will man halt machen? So ist das halt. So, zwei Stück sind jetzt noch im Schloss, aber ich habe auf jeden Fall was übersehen. Denn wir sind bei 66. Selbst wenn ich jetzt 9, 2x9 bekomme, bin ich jetzt bei 9, sind wir bei 75 und nochmal 9 sind wir bei 84. Dann fehlen trotzdem noch zwei Stück mindestens. Oder? 84? Ich denke, ich bekomme 2x8. Das heißt, lass mich überlegen. 4x8 sind. Nee, es muss 2x9 sein. 2x9 und 2x8, glaube ich, oder? Ja. Also fehlen noch zwei Stück. Dann haben wir es geschafft. So, wir fangen an mit der da vorne. Ich habe ja schon gesagt, wir sammeln alle, die ich hier auf jeden Fall markiert habe. Dann schaue ich mir die Karte nochmal an und ich weiß ja dann, okay, es fehlen noch zwei Stück zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal habe ich die dann mitmarkiert. Und markiere dann auch die Ivarox, die Hinox und die Moldora, die halt noch fehlen. Oder alle, ich weiß ja nicht, welche fehlen. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwie angezeigt wird oder so. Und die tauchen ja, glaube ich, auch wieder auf, wenn man die besiegt hat. Ich denke nicht, dass die, ich glaube, nach jedem Blutmond kommen die, glaube ich, auch wieder. Glaube ich zumindest. Naja, dann besiegt man alle 40, ist das sowas von egal. Und nochmal alle, also insgesamt sind es dann 84 Gegner, glaube ich. War mal 40 und einmal 4. Aber ist nicht wirklich schlimm. Dann haben wir wenigstens ein bisschen noch was zu tun. Dann ist das Spiel nicht so schnell zu Ende. So, jetzt haben wir leider das Problem, dass ich absolut nicht weiß, wo es war. Ich glaube am Anfang unten. Das heißt, wir stehen jetzt hier. Das heißt, wir müssen einfach da runter. Mach mal weg hier. Glaube irgendwo hier. Hier waren wir auch schon mal. Dann ist es da drin. Muss ich mal gucken, wie komme ich denn da rein? Tja, gute Frage. Kann mich da halt auch nicht einfach reinpressen oder so. Schön wäre es, aber es geht halt nicht. Dann müssen wir halt hier durch. Nein. So, jetzt können wir mal die Karte anschauen. Ja, eigentlich genau in die andere Richtung. Da drüben muss ich rein. Durch diesen Speisesaal, dann komme ich eigentlich in diesen, genau in diesen Raum, wo ich rein muss. Dann machen wir folgendes. Wir verlassen den Ort und gehen nochmal zum Punkt und gehen in den Speiseraum dann auch direkt rein. Das ist jetzt unnötig, jetzt all den ganzen Weg nochmal zu laufen. Wenn nur von der anderen Seite gibt es, glaube ich, ein Auge. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass der Raum trotzdem noch zu war. Ich glaube sogar, dass der da zu war. Aber dann weiß ich nicht, wie ich da reinkommen soll. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, da muss ich rein. Das ist noch ein besonderer Raum, glaube ich. Und zwar hier rein, das bedeutet also da drüben irgendwo. Naja, schauen wir mal. Irgendwie werden wir schon den Weg da rein finden.
Irgendwie müssen wir da reinkommen, von daher. So, da sind wir wieder. Revalis Sturm ist bereit. Oh, wie er immer hinfällt. Oh Mann. Jetzt haben wir wieder jetzt was geschaffen, hey. Lol, jetzt geht es ewig so weiter, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Ist so eine Pfeife, der Typ. So lange, bis ich aus der Reichweite bin. Oh Mann, hey. Und die hat mir gerade mein Herz abgezogen, aber trotzdem, ist nervig. So, hier muss ich rein. Alter, jetzt dachte ich, das Spiel freest ein. Junge, Junge. Alter. Spinn dich aus jetzt. Benimm dich jetzt mal. Ja, ich muss da runter. Und zwar hier rein. Bin ich überhaupt richtig? Nein, bin ich nicht. Boah, jetzt halt dich doch nicht überall fest, sondern lauf doch einfach mal gescheit. Darum, da muss ich rein. Hier muss ich nämlich rein. Au. Au. Jetzt zieh ich mir doch eh nichts ab. Ausguck. Genau, das ist es. Alter. Was ist jetzt gerade los, Mann? Der macht nichts. Der hält sein Schild nicht mehr. Obwohl ich Schild die ganze Zeit drücke. Link, du bist gerade so eine Pfeife, weißt du das? Du nervst mich gerade richtig. Auf jeden Fall, ja, der Ausguck hat gefehlt. Das hier. Ein Elektroschwert steckt sogar da drin. Das wusste ich doch gar nicht. Krass. Ich werde es nicht rausziehen. Soll da schön stecken bleiben. Kann man ein schönes Bild davon machen vielleicht? Alter, warum gerade das Spiel freest die ganze Zeit gerade ein? Ich glaube, das ist gerade schon wieder. Nee, von da ist blöd. So. Also dann fehlen uns eigentlich nur noch, jetzt lass uns mal wieder reingehen. Dann sehe ich nämlich den Weg von innen. Irgendein Raum da drüben fehlt noch. Ich glaube, der da hinten, unten oder so. Wir laufen jetzt einfach mal den ganzen Weg wieder zurück. Moment, ich kann doch in Google eine Karte öffnen, wie der Raum heißt. Es gibt ja nicht so viele Räume. Bücherei und die Königssuite. Ne, Königsstudy, also... Königliche Studierraum hinter der Bücherei. Alles klar. Wir schauen halt mal. Wo sind wir denn jetzt? Ja, den Weg müssen wir eh gehen. Mal gucken, wo wir hin müssen. Wo bin ich denn jetzt? Wir müssen gleich den Weg darüber. So, dann sind wir jetzt hier. Das heißt, ich muss da runter. Jetzt geradeaus. Mhm.
Dann hier durch. Oh, da oben ist auch ein Schwert. Cool, wie hier überall Waffen rumhängen und so. Ich finde, es sieht gut aus. So. Und jetzt sind wir im Studierraum. Aber der nächste Raum, in den wir eigentlich rein müssen, also in die Bibliothek sind wir jetzt. Library. Tschüss. Jetzt müssen wir aber noch ein Stück weiter. Ich glaube, der ist da oben. Da, wo es sozusagen rausgeht. Ich kann mir nur das vorstellen eigentlich. Und ich einiges weiter hinten. Der hat nicht mal getroffen. So, es kann eigentlich nur hier oben sein, direkt. Im Übrigen, ja toll, ich sehe nicht. Upsala. Warte. Nein, ich sehe nicht mal eine Karte von draußen. Es müsste rein theoretisch irgendwo hier sein. Ja, hier ist es aber nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind, ziemlich weit hinten. Vielleicht ist es dann doch der andere Nebenraum. Der kleine da daneben. Wäre zwar irgendwie lächerlich, aber gut. Es kann eigentlich nur dann der sein noch. Da warte ich zwar eigentlich niemals so ein Nave. Der ist viel weiter hinten eigentlich, aber was anderes fällt mir eigentlich nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Aber da kommen wir nicht durch. Dann vielleicht im ersten Stock oder so. Ja, da waren wir eigentlich gerade. Ich schau halt mal. Ja, nö. Gut, ich habe keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige da unten noch in diesem riesen Raum, das kann doch sein. Macht zwar eigentlich auch keinen Sinn, aber gut. Das ist mir eigentlich eh gekommen, glaube ich. Wo war denn das? Irgendwo da drüben. Komm her. Möbel ganz rein. Vollidiot. Und Nervensäge. Ist aber noch nicht mal, noch mal zum Thema zurück. Mir zeigt es hier irgendwo einen Weg an, wie es rausgeht. Ich verstehe es nicht ganz. Hier, wartet. Eigentlich hier. Es sei denn. Ah. So, dann kann ich es vielleicht auf der anderen Seite auch machen und vielleicht komme ich dann zu diesem Raum. Es sieht ähnlich aus, aber es ist schon nicht.
hier drin. Oh, ein 100er. Interessanter Ort. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall mal entdeckt. Und dann kann man nur noch hoffen, dass es der andere vielleicht ist. Obwohl ich eigentlich glaube, dass hier unten die schon mal bauen. Der schreit schon wieder. Wir sind... Warte mal, wo ist denn der... Weil da unten wird mir irgendwann nur Docks angezeigt. Kann irgendwie nicht sein, ich weiß nicht wo. Ich zoom noch mal rein und möglicherweise haben wir es schon gefunden. Aber nach der Bücherei gibt es nichts mehr. Es gibt keinen King's Study oder sowas. Also in was weiß ich, Königsstudierraum oder sonst irgendetwas gibt es nicht. Ich weiß jedenfalls nicht, wo das sein soll. Das soll direkt eigentlich hinten unterhalb oder direkt da, wo der Wasserfall ist. Das soll er eigentlich sein. Schauen wir mal, möglicherweise haben wir ihn ja auch gerade schon entdeckt oder hatten wir ihn schon, das weiß ich natürlich nicht. Und zwar hier hinten. Bibliothek und genau hier soll das sein. Also den gibt es doch tatsächlich noch. Den haben wir, den Ausguck. Nein, geh weg. Das Einzige, was ich machen kann, vielleicht ist ändern in irgendwas Wichtiges oder so. King's Study, hier. Genau da wird man möglich. Kann natürlich auch sein, dass es hier oben oder sowas ist. Es wird mir nur, warte, ich mag es mal ganz genau. So eigentlich. Hier, so drüber steht's. Mehr kann ich leider nicht sagen. Naja, schauen wir mal ganz nach oben. Möglicherweise ist es auch irgendwo in der Nähe von Ganon. Und ist es gar nicht so weit unten. Aber eigentlich müsste angezeigt werden. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber wir schauen mal. Wir müssen es ja irgendwo finden. Ist ja noch ein wichtiger Platz. Jetzt habe ich nur die anderen Orte nicht abgecheckt. Kann das sein, dass uns noch mehr fehlt? Ach, blöd, jetzt hätte ich es abchecken sollen. Weil wenn man hinzoomt, dann findet man doch noch ein bisschen mehr. Ich check jetzt nochmal alle Orte, dann kann ich alle nämlich nachmarkieren. Weil wenn ich wegzoome, dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Orte. Wenn ich aber ein Stück hinzoome, dann kommt auf einmal Zelda, Lockup, ja, da kommen noch einige mehr dazu. Deswegen, ich gucke jetzt lieber nochmal, ob nicht da die zwei Orte sind, die uns noch fehlen. Sonst suche ich das nächste Mal extrem lang nach und dann wird der Part halt etwas länger. Dann sind es halt 2 halbe Stunde Parts oder so. Oder was auch immer, oder vielleicht 2, 3, 20 Minuten. So, was haben wir denn alles? Den Ausguck haben wir, die zwei haben wir, das Vesto haben wir auch, die zwei Zelle, das Labor und Zelle, das Gemach haben wir auch, den Thronsaal haben wir, den Kerker haben wir, die Docks haben wir, den Kings, das Königslabor haben wir noch nicht, die Bibliothek haben wir, das Osto haben wir da, und die zwei Sachen haben wir auch. Also es fehlt wirklich nur noch das hier. Dann haben wir alles. Alles andere haben wir nicht tatsächlich schon gefunden. Ja. Alles klar, dann gehen wir es rein. Ich wollte es nur nochmal safe wissen. Nicht, dass... Ja. Die anderen Orte muss ich natürlich jetzt auch suchen. Die zwei Stück, die da noch fehlen. Aber dann weiß ich jetzt zu 100% im Schloss sind wir dann durch, wenn wir dieses Königslabor gefunden haben. Und ich schätze mal, es wird doch irgendwo oben sein. Im normalen Eingang kann ich ja nicht reingehen bei oben, sonst startet ja der Bosskampf, aber... So ein Vollidiot!
muss nur richtig timen. So, jetzt laufen wir mal nach oben. Ich darf jetzt nur nicht in die Haupthalle reinlaufen. Wir müssen mal ein bisschen klettern. Na toll. Kommen aber noch nicht so wirklich weiter. Nö, das ist auch falsch. Thronsaal. Das ist aber auch nicht. Also von der Position könnte es fast passen. Aber es macht keinen Sinn. Thronsaal ist doch Sanctum. Ist innen drin. Es muss hier was anderes noch geben. Es muss hier oben irgendwo sein. 100 Pro. Weil eigentlich stehen wir. Wir sind schon zu weit, eigentlich. Genau hier. Genau hier müsste es sein. Genau hier, an meiner Stelle. Da unten ist ein Weg. Und ich werde hier mal kurz speichern, falls es falsch ist, da runter zu springen. Dann sind wir gleich wieder hier oben. Und es sieht so aus, als ob es falsch war. Oder? Aber da unten ist die Bibliothek. Da waren wir ja schon mal bereits. Ah, blöd. Irgendwo da oben muss dieses Blöde sein. Dieses Königslabor. Aber ich weiß nicht wo. Das Einzige, ich kann mal gucken auf YouTube. Es wird ziemlich oft schon gesucht. Jetzt bin ich gespannt. Also es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Ne, das ist Zelda. So, jetzt bin ich gespannt. Es switcht es gleich. Das kommt wahrscheinlich, ich schätze mal, vielleicht da oben oder sowas. Das könnte natürlich noch sein. Aber dann ist ein bisschen daneben markiert. Das wird ganz anders, du. What the fuck, wo ist der? Holy shit. Das ist eine Bibliothek. Aber angeblich gibt es in der Bibliothek nochmal einen Ort, den wir öffnen können. Und das, aber komischerweise wird das nicht angezeigt als Ort. Ach, ich verstehe es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kapiere es nicht ganz. Aber egal, wir gehen jetzt nochmal. Mal gucken. Wo die Bücherei ist. War die nicht irgendwo da unten? Doch. Hier, genau. Holy shit, es buggt gerade die ganze Zeit.
denn los? Genau dieses Ding hat er geöffnet. Ah, Studierzimmer des Königs. Tatsächlich, da ist es doch. Also es ist wirklich nur einen Millimeter entfernt. Und das Gardeschild hängt hier rum. Das will ich natürlich mitnehmen. Ich habe nämlich noch keins. Sehr, sehr nice. Dann lesen wir mal seine Geschichte. Erste Seite. Am heutigen Morgen wurde mir eine Tochter geboren. Den königlichen Traditionen folgend nannte ich sie Zelda. Der Gebrauch der von Feder und Tinte liegt mir nicht. Doch ist der heutige Tag Anlass genug, eine Chronik zu beginnen. Die Berichte über Reliktfunde häufen sich. Die Vorhersagen des Weissagers erweisen sich als zutreffend. Die Verheerung Ganon ist kein Fabelwesen, sondern existierte in Hyrule tatsächlich. Wir müssen alle Relikte erforschen. Doch allein für die vier Titanen wird dies Zeit brauchen. Zeldas Augen erstrahlen, als ich ihr von den Relikten erzählte. Sie scheint eine Begabung für die Wissenschaft zu haben. Der Tod der Königin kam plötzlich. So plötzlich, dass mir alles noch wie ein böser Traum erscheint. Zelda weinte weder bei dem folgenden Staatsbegräbnis, noch tut sie es, wenn sie mit mir alleine ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr immer wieder sagte, dass eine Prinzessin Selbstbeherrschung zeigen müsse. Für eine Sechsjährige war ihr Verhalten herausragend. Ich muss sie im Geiste ihrer Mutter erziehen. Zelda ist von ihrem Besuch an der Quelle zurückgekehrt. Ihre Kräfte, die Verheerung zu versiegeln, sind nicht erwacht. Der Tod ihrer Mutter ist nun 1 Jahr und 3 Monate her. Vielleicht hat sie dies noch immer nicht ganz verwunden. Stand da wirklich verwunden dran? Naja. Eigentlich überwunden oder so. Drohte nicht die Prophezeiung von der Verheerung Ganons sich zu bewahrheiten, ließe ich ihr alle Zeit der Welt. Doch die Zeit läuft uns davon. Es tut mir in der Seele weh, ihr zu befehlen, ihr Training an den Quellen zu intensivieren. Ich hörte, dass Zelda weiterhin an den Relikten forscht und beschloss, sie dazu zu befragen. Sie gab vor, nur in ihrer Freizeit zu forschen. Dennoch schalt ich sie. Wow, keine Ahnung, okay. Ihre Kräfte erwachen nur deshalb nicht, weil sie ihre Zeit damit verplempert, Wissenschaftlerin zu spielen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich Zeldas Gefühle. Sie verlor ihre Mentorin, ihre Mutter, bevor sie von ihr lernen konnte. Seit 10 Jahren nun versucht sie vergeblich, sich selbst etwas beizubringen, für das es keine Lehrbücher gibt. Im Schloss tuschelt man hinter ihrem Rücken über sie und ich, ihr einziger Verwandter, schelte sie. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie zu ihren Relikten flieht. Ich muss sie jedoch dazu bringen, ihr Schicksal zu erfüllen. Man berichtet mir, dass Zelda zur Quelle der Weisheit gegangen ist. Dies ist womöglich ihre letzte Chance. Erwachen ihre Kräfte in Ranelle nicht, gibt es kaum noch eine Hoffnung. Wenn sie auch dieses Mal wieder erfolglos zurückkehrt, werde ich sie trösten, anstatt sie zu schelten. Die spirituellen Übungen, die ich ihr nun seit 10 Jahren auferlege, waren vielleicht ein Irrweg. Vielleicht erwachen ihre Kräfte der Versiegelung auf andere Art. Meine Hoffnung ist, dass die Erforschung ihrer geliebten Relikte ihr zu Einsichten über ihre Kräfte verhilft. Doch vorerst werde ich die Rückkehr meiner Tochter erwarten, nicht als König, sondern als Vater. Doch leider, wie wir wissen, ist sie niemals zurückgekehrt. Denn König Roam von Hyrule ist, bevor Zelda überhaupt angekommen ist, soweit ich weiß, gestorben, im Kampf gefallen. Denn wie wir ja noch wissen,
sie waren ja unterwegs, haben ja gegen plötzlich alle Wächter und so weiter gekämpft. Die Recken sind schon zu ihren Wächtern aufgebrochen. Und dann ist es ausgebrochen. Und bei der Quelle der Weisheit hat sie dann die Kraft bekommen, sozusagen. Sie hat es nun noch nicht gewusst, weil es bei der Quelle der Weisheit gibt es ja keine Erinnerung und so weiter. Dann sind sie wahrscheinlich. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo das war, weil die wurden ja, ich glaube. Oh. Ohne jetzt zu lügen, hier wurden sie ja angegriffen und hier hat sie ja ihre Kräfte bekommen mit der 13. Erinnerung. Und die Kräfte der und die Quelle der Weisheit ist ja bereits hier, soweit ich weiß. Ne, Quelle des Mutes ist hier. Quelle der Weisheit ist wo? Muss ich gerade mal gucken, wo ist denn die Quelle der Weisheit? Ach hier. Quelle der Weisheit, genau. Und dann sind sie wahrscheinlich von Hateno zurückgegangen und wurden hier von den ganzen Wächtern schon erwartet. Könnte ich mir irgendwie so gut vorstellen. Wahrscheinlich war sie bei der Quelle der Weisheit. Dann waren sie hier, wo unsere erste Erinnerung war. Und dann ging es los. Die sind, haben sich alle getrennt. Die sind zu den Dingen gegangen. Sie sind vielleicht über Kakariko. Und in Kakariko bei der Brücke wurden sie dann bereits angegriffen. Sie wollten fliehen. Und wurden dann hier halt hier irgendwo. Link war fast schon down und sie hat ihre Kräfte hier bekommen. Irgendwie so vielleicht ist der Weg gewesen. Und wir haben zum Glück die zwei anderen. Hier, Studierzimmer des Königs, genau, das hat gefehlt. Und es war genau hier, obwohl es eigentlich ja direkt daneben eigentlich sein sollte. Naja. Wie auch immer, wir haben es geschafft, also noch nicht ganz, uns fehlen jetzt noch, das bin ich gerade im Überlegen, zwei Orte. Einmal eine 9 und einmal eine 8. Dann haben wir es hinter uns. Zwei Orte auf der Karte fehlen uns noch. Bis zum nächsten Mal werde ich diese zwei Orte dann auf jeden Fall finden und euch zeigen. Bis dahin werde ich dann auch schon sämtliches Zeug, was sonst noch so fehlt, wie Hinox, Ivarok und Moldora markieren. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Hip.